herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir so ein tolles Panel zusammenbekommen haben zum Thema Nachhaltigkeit, auch ein das Thema schlechthin überhaupt. Insofern lassen sich durch Nebengeräusche nicht beeindrucken. Mein Name ist, für alle, die es nicht wissen, Ilka Hartmann. Ich bin die Geschäftsführerin der British Chamber of Commerce in Germany und eigentlich hier nur zum Begrüßen da, weil es gibt viel wichtigere Menschen, die hier heute sprechen, bei denen ich mich schon en bloc ganz herzlich für diese tolle Kooperation bedanken möchte. Alle Teilnehmer würde ich bitten, sich stumm zu schalten und die Kameras auszumachen, damit wir eine stabile Leitung haben und auch sehen, wer spricht. Das werden wir mit Spotlight auch immer hervorheben. Und without further ado, also herzlich willkommen, allen ein liebes Dankeschön, insbesondere auch unserem Moderator, der uns gleich durchführen wird und natürlich die tolle Kooperation mit DIT, mit der britischen Botschaft. COP26 ist natürlich auch das Thema, was uns hier auch treibt. Man liest jeden Tag, was Großbritannien alles Tolles macht auf dem Weg zu Zero Emission. Und da kommt auch noch ganz viel in diesem Jahr. Aber das kann uns niemand besser erzählen als Kenan Puleo, Deputy Commissioner von His Majesty's Trade Commission. Und Kenan, your keynote or your welcome remarks. Vielen Dank, Ilka. Und hallo, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Kenan Puleo. Und als stellvertretender Handelsbeauftragter für Europa und Botschaftsrat für internationalen Handel für das UK Department for International Trade in Deutschland freue ich mich sehr, Sie heute zum BCCG-Webinar zum Thema Nachhaltigkeit im Wandel, der Krise, Resilienz, Klimaneutralität, Kreisläufe begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, haben wir uns am vergangenen 24. Dezember auf ein umfassendes Handels- und Kooperationsabkommen geeinigt. Es ist ein Pakt für die Zukunft, für die deutsche-britische Partnerschaft. Und es ist großartig, dass wir das geschafft haben. Es schafft eine neue Beziehung zwischen Großbritannien und der EU. Eine Partnerschaft auf der Basis von Freihandel und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Es schafft Klarheit für deutsche und britische Unternehmen und Händler, Wissenschaftler und Bürger. Wir können jetzt nach vorne schauen und unsere hervorragenden Beziehungen weiter auszubauen. Aber natürlich geht es in dem Abkommen nicht nur um Wettbewerbsbedingungen und Handel. Es erfüllt den Auftrag unseres Referendums, wirtschaftlicher und rechtlicher Handlungsfreiheit zu bekommen. Gleichzeitig schafft es die Basis für eine langfristige Partnerschaft zwischen Deutschland und Großbritannien. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, das weiter auszubauen und die wichtigsten Aufgaben gemeinsam anzugehen. Lassen Sie mich Sie zu Beginn auf einen wichtigen Meilenstein bei der Forderung des unternehmerischen Klimaschutzes eingehen. Großbritannien übernimmt dieses Jahr die Präsidentschaft des G7 und der Klimakonferenz COP26. Damit haben wir eine einmalige Chance, aber auch eine große Verantwortung, einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Krisen zu leisten. Im Rahmen unserer Präsidentschaft möchten wir alle gesellschaftlichen Akteure, Unternehmen, regionale Regierungen und die Zivilgesellschaft zu einem Höchstmaß ein klimapolitisches Engagement aufrufen, damit wir die Ziele des Pariser Abkommens zusammen erreichen können. Unternehmen können sehr viel bewirken, Impulse geben, Vorbilder für den Umstieg auf Netto-Null-Emissionen schaffen und das Engagement auf der politischen Ebene vorantreiben. Bisher haben schon mehr als 1.300 größere Unternehmen und 74
Investoren aufs Tempo gedrückt und sich verpflichtet, ihre Emissionen bis 2050 auf Null zu senken, indem sie sich der UN-Initiative Race to Zero angeschlossen haben. Darunter sind auch 30 deutsche Unternehmen aus einem breiten Spektrum dieser Initiative beigetreten. Die nichtstaatlichen Akteure für das Ziel, die Klimaneutralität gewinnen will. Mit Hilfe einer solch breiten Allianz lassen sich unsere politischen Ziele umsetzen und die großen Chancen nutzen, die der klimafreundliche Umbau unserer Wirtschaft bietet. Öffentliche Finanzen allein können nicht das Ausmaß oder Tempo des Wandels erreichen, um die Welt auf den Weg zum Net Zero zu bringen. Weshalb wir die Unterstützung des privaten Finanzsektors mobilisieren müssen. Im Mittelpunkt unserer COP26 privaten Finanzkampagne steht das Ziel, jeder professionellen finanziellen Entscheidung die Berücksichtigung des Klimawandels zu ermöglichen. Um einen positiven Zyklus von Innovation und Investitionen von Net Zero auszulösen, konzentriert sich unsere Strategie für Finanz auf 4 Säulen. Berichterstattung über klimabezogene finanzielle Risiken und Chancen, Risikomanagement von physischen Risiken und Übergangsrisiken, Kapitalerträge auf Klimawandel verbundeten kommerziellen Möglichkeiten und die Mobilisierung privater Finanzmittel von nachhaltiger Investition in Entwicklungsländer. Großbritannien geht mit gutem Beispiel voran. Wir werden das erste Land in der Welt sein, Offenlegung entsprechend den Empfehlungen der Task Force for Climate-Related Disclosures in der gesamten Wirtschaft bis 2025 verpflichtend zu machen. Unsere Regierung wird 10 Millionen Pfund ausgeben, um ein neues Zentrum für grüne Finanzen und Investitionen zu gründen und bessere Daten und Analysen zu Klimarisiken aufzubauen. Lassen Sie mich abschließend betonen, warum die Wirtschaft eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung von Netto Null 2050 und beim Wiederaufbau spielt. Wir als Regierung können die richtige vorgeben und Rahmenbedingungen schaffen. Aber Unternehmen wie die Ihren sind die treibende und innovative Kraft bei der Verwirklichung von Net Zero. Wir erkennen die doch nie dagewesenen Herausforderungen vor Covid-19. Aber wir müssen die Möglichkeiten maximieren, um uns besser zu erholen und glaubwürdige Klimamaßnahmen in den Mittelpunkt der grünen Erholung zu Net Zero zu stellen. Wir ermutigen Unternehmen mit gutem Beispiel voranzugehen, indem sich dem Race to Zero anschließen und Maßnahmen unter Gleichsinnten und in den Lieferketten anregen. So, ich möchte mich bedanken bei Ilke Hartmann und dem BCCG für diese wichtige Diskussionsrunde und den Teilnehmern Rüdiger Kruse, Dr. Sigrid Nikutta, Dr. Juliane Kronen und Dr. Daniel Klär. Wünsche ich Ihnen eine spannende Diskussion. Ich übergebe nun an Heiko Kretschmer, Ihren Moderator für heute. So, vielen Dank. Gemutet. Herzlichen Dank, Kenan Poleo, für diese Einleitung in das Thema. In der Tat, COP26-Vorsitz des United Kingdoms ist ein guter Anlass, sich dem Thema
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft anzunähern. Und als Ilka Hartmann mich gefragt hat, ob wir da ein Panel so zusammenstellen wollen, haben wir ganz schnell eine Themenliste gehabt, die für ein 2-Tage-Fachkonferenz gereicht hätte. Und ich glaube, man sieht es auch an dem Bogen, der in der Einladung zugrunde liegt. Insofern würde ich das heute gerne auch vielleicht als den Anfang einer Diskussion in der BCCG sehen, vielleicht auch das ein oder andere Thema nach heute zu vertiefen. Es ist deutlich geworden, dass die Regierung Johnson ambitionierte Ziele formuliert hat für das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere für das Thema Klimawandel. Ziele, die teilweise ambitionierter sind als das, was wir innerhalb der Europäischen Union in einzelnen Mitgliedstaaten finden. Und vermutlich in der klassischen Sicht, die man gerade auch in Deutschland, in den deutschen Medien auf die aktuelle Politik in UK hat, so vielleicht auch nicht vermuten würde. Insofern nehmen wir das mal auch als Nadelstich für die Diskussion jetzt mit. Ich habe mit den 4 Panelisten vereinbart, dass ich werde sie nacheinander quasi jeweils mit 2 Fragen kurz vorstellen. Die 2 Fragen sollen jedem die Möglichkeit zu einem circa 5-minütigen Eingangsstatement geben, sodass wir 4 Impulse am Anfang stehen haben und dann in die Diskussion einsteigen werden. Sie können gerne im Chat sich schon zu Wort melden, dann auch gerne vielleicht auch mit einem Stichpunkt zu Ihrer Frage. Dann würden wir es auch gucken, ob wir das thematisch clustern. Ilka Hartmann wird mich da bei reger Beteiligung hoffentlich dann auch entsprechend unterstützen. Und ich würde gerne anfangen, die Runde quasi von der Politik kommend in die Politik gehend mit Rüdiger Kruse, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU-CSU-Fraktion, Hamburger Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Haushaltsausschusses und im Beirat für nachhaltige Entwicklung beim Thema Unternehmen Wald, Stiftung Unternehmen Wald, schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Also jemand, der auch sich an unterschiedlichen Stellen mit Nachhaltigkeitsfragen immer wieder auseinandersetzen darf, muss, will. Europa hat ja bereits vor vielen Jahren in der Lissabon-Strategie einmal formuliert, dass Nachhaltigkeit und auch Corporate Social Responsibility auf Unternehmensebene ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor auch für die Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sein soll. Man kann jetzt darüber streiten, wie weit dieser Teil der Lissabon-Strategie wirklich mit Leben erweckt worden ist. Eins ist aber ja auch deutlich, Kenan Pollan hat gerade auf die Bedeutung des Freihandels auch in dem Abkommen UK-EU verwiesen. Zugleich führen wir aber Diskussionen über Carbon Border Tax, über Lieferkettengesetz, also durchaus auch über die Frage, wie man Nachhaltigkeit zum Teil auch protektionistisch in Handelsabkommen hineinbringt. Wir haben, als ich mich mit der Vorbereitung beschäftigt habe, für dieses Panel war das Freitag vor einer Woche, da als just die Meldung tatsächlich in dem Moment reinkam, dass die Bundesregierung sich auf ein Lieferkettengesetz verständigt hat, das Unternehmen ja dazu verpflichten soll, sich mit Menschenrechts- und Umweltstandards auseinanderzusetzen und eben auch sicherstellen soll, dass diese in der Lieferkette, der eigenen Lieferkette des Unternehmens jeweils beachtet bzw. keine Standards systematisch verletzt werden. Vor dem Hintergrund der Freihandelsdiskussion, die erste Frage, wird dieses Lieferkettengesetz eigentlich den Unternehmen im Wettbewerb helfen oder wird es eher Wettbewerbsfähigkeit einschränken? Und vielleicht meine zweite Frage gleich, 2023 soll ja diese Due Diligence zum ersten Mal dann eben auch gesetzlich von Unternehmen verlangt werden ab einer bestimmten Größenordnung. Aktuell laufen in Brüssel aber auch Gespräche über eine Art europäisches Lieferkettengesetz. Ist Ihre Erwartungshaltung, dass das den Druck erhöht, die nationale Lösung auf eine einheitliche europäische Regelung, die ja von vielen in der Wirtschaft gefordert wird? Herr Kruse. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Sie haben ja anfangs nochmal gesagt, dass man vielleicht überrascht sei von den britischen Bemühungen. Mit Sicherheit. Wir sind ja von vielen Dingen auf dem Kontinent überrascht, was Großbritannien hat. Und das liegt, glaube ich, dass die sich jetzt so imposante Ziele gesetzt haben daran, dass die Briten sehr vieles aus Sportlichkeit tun, also mit so einem
Sportsgeist. Das heißt, wenn Sie sich dann einer Sache widmen, dann wollen Sie da auch punkten und sind da nicht so abgewogen und konsensorientiert wie wir hier. Lissabon-Strategie, kann man sich ja fragen, was ist denn überhaupt erfolgreich umgesetzt worden von der Lissabon-Strategie? Das wollte uns, glaube ich, zu der weltweit erfolgreichsten Wettbewerbszone machen. Bin ich mir nicht ganz so sicher, dass das geklappt hat. Aber was die Nachhaltigkeitsziele angeht, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich 2009 im Bundestag gekommen bin, war das so ein Nischenthema. Und wenn ich nicht in den Haushaltsausschuss gegangen wäre, dann wäre ich in diesem Beirat auch einfach nur, es wäre ganz nett gewesen, aber es wäre wirkungslos gewesen. Wir haben aber letztes Jahr im deutschen Parlament immerhin beschlossen, auf Initiative der Unionsfraktion, dass Nachhaltigkeit die Leitlinie unserer Politik werden soll. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Schritt. Und Sie haben gefragt, das Lieferkettengesetz, hilft das jetzt den Unternehmen im Wettbewerb? Ich würde mal sagen, wenn es Unternehmen sind, die mit einem hohen Qualitätsmerkmal ausgezeichnet sind, also auch davon leben, dass man eine hohe Qualitätsvermutung hat, was ja bei Made in Germany unserer Meinung immer der Fall ist, dann hilft es denen, weil es ein Standard ist, der das unterstreicht. Und das sehen Sie auch an der Debatte in Deutschland. Markenunternehmen sind in der Regel für das Lieferkettengesetz. Und Firmen, die ausschließlich B2B machen oder die No-Name-Produkte produzieren, sind eher dagegen. Ist ja auch klar, weil wenn Sie jetzt eine hochpreisige Schokolade produzieren, dann ist es ja nicht nur so, dass die paar Cents, die Sie dann mehr ausgeben, nicht in die Rolle, nicht ins Gewicht fallen, sondern Sie sind angreifbar. Sie produzieren etwas, was ich auch für 60 Cent kaufen kann und Sie verkaufen es mir für 2,80 oder für 4 Euro. Und wenn Sie dann nicht fair gehandelt sind, wenn dann Pestizidrückstände in Ihrem Produkt sind etc., wenn Sie dann Trinkwasser oder Grundwasser beeinträchtigen in anderen Ländern, dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie No-Name-Artikel produzieren, haben Sie das natürlich nicht. Insofern ist es klar, dass die Vorreiter sind und dementsprechend auch eher bereit sind, Selbstverpflichtungen einzugehen. Und wir haben es ja auch zunächst versucht über Selbstverpflichtung. Ich halte es für schlüssig, dass man jetzt sagt, wir machen eine gesetzliche Regelung. Was ich mir wünschen würde, und Sie haben es in der zweiten Frage angesprochen, dass bis 2023 eine europäische Regelung da ist, weil eigentlich eine deutsche Regelung ist zu klein gegriffen. Also man muss für solche Regelungen schon den europäischen Markt insgesamt anstreben als einheitliches Gebilde, dann ist das erfolgreicher. Natürlich hat dadurch, dass Deutschland so etwas jetzt hat, Frankreich hat es ja auch schon länger, wenn auch da nochmal nur für sehr große Unternehmen ab 5.000, wir planen ja ab 1.000 Mitarbeiter. Und ich denke mal, dass wir eine gute Chance haben, dass es bis 2023 auch eine europäische Regelung gibt. Ja, herzlichen Dank, Herr Kruse. Ich würde gerne rübergehen in die direkte Nachbarschaft zu mir, zu Frau Dr. Nikuta, Vorstand Güterverkehr DB AG und CEO der DB Cargo AG. Und bevor sie bei der Deutschen Bahn war, ja viele Jahre auch Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, der BVG, und als solche nicht nur mit dem Thema Verkehr befasst, sondern ich würde sagen, eine der ersten CEOs, die auch sehr offensiv die Thematiken von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und von Frauenförderung thematisiert hat, was für jemanden, der wie ich Unternehmer im Dienstleistungssektor ist, natürlich hochspannend ist, weil das für uns die Kernnachhaltigkeitsfragen sind. Frau Dr. Nikuta, die Deutsche Bahn, bei der Sie ja nun sind, lebt ja letztlich von dem Image per se, ein nachhaltiges Verkehrsmittel und zu sein und auch für ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu stehen. Dabei muss die Bahn mit der Energiewende, inzwischen auch mit der Verkehrswende, mit den Klimazielen der Bundesregierung und jetzt auch noch mit einem Lieferkettengesetz auseinandersetzen. Vielleicht können Sie für uns mal beschreiben, welche dieser Faktoren eigentlich Sie bei dem Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells besonders voranbringen und wann vielleicht auch Anforderungen
noch nachhaltiger zu werden, ein Unternehmen wie das Ihre überfordern können. Und ich würde das vielleicht auch mit der ganz aktuellen Situation verbinden wollen. Wir haben im Sommer ja auch so eine Diskussion erlebt, Corona könnte ein Vorbild sein für die Entwicklung hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Wie sehen Sie das für Ihr Unternehmen? Ist das eine Chance? Ist das nochmal ein Schub gewesen für mehr Nachhaltigkeit? Ja, lieber Herr Kretschmer, herzlichen Dank für die Frage und auch für die Einladung, liebe Frau Hartmann, zu diesem zum Thema Nachhaltigkeit. Denn es gibt kein nachhaltigeres Unternehmen im Bereich der Mobilität als die Deutsche Bahn AG. Das stelle ich mal ganz klar vorweg. Schiene hat Nachhaltigkeit quasi als Grundgeschäftsmodell. Und Sie sprachen meine Vergangenheit auch im öffentlichen Personennahverkehr an. Und deshalb komme ich mal einmal daher. In einem Bus sitzen 100 Fahrgäste, die in eine Richtung wollen. In einer Straßenbahn 300. In einer U-Bahn oder S-Bahn 500 bis 800 Menschen. Das ist also unter Flächennutzungsgesichtspunkten, unter Staugesichtspunkten und auch unter Elektromobilitätsgesichtspunkten das beste Verkehrsmittel, was wir uns denken können. Und auch das Lieferkettengesetz spielt genau in unsere Richtung. Denn zu einer nachhaltigen Lieferkette gehört eben auch der Transportweg. Das haben wir lange alle gemeinsam außer Acht gelassen. Wir reden über viele Themen, aber wie kommt eigentlich die Ware dann in unsere Geschäfte? Wie kommt die Ware zu den Zulieferern und dann in die Produktion? Und wie wird sie von dort wieder wegtransportiert? Auch das ist im Sinne der Lieferkette ganz, ganz wesentlich. Und Herr Kretschmer, Sie sprachen es an. In Corona-Zeiten wurde das auf einmal so viel sichtbarer. Denn wir alle haben uns in den letzten Jahrzehnten ja daran gewöhnt, dass europaweite oder weltweite Lieferketten ganz normal sind. Auf einmal, als wir wieder dieses Thema, in welchem Land wird eigentlich produziert, wie lang sind die Transportwege, wie ist eigentlich die Corona-Situation in dem jeweiligen Produktionsland, als wir das auf einmal wieder beachten mussten, stellten wir fest, dass Resilienz der Lieferketten eben auch bedeutet, dass man mehrere Quellen hat und nicht nur eine Quelle irgendwo an einem anderen Ort der Welt, sondern dass auch kurze Transportwege auf einmal wieder in den Fokus gerückt sind und durchaus auch einen Wettbewerbsvorteil darstellen können. Das Thema Umweltfreundlichkeit und umweltfreundliche Transporte, das lässt sich relativ leicht für mein Unternehmen herleiten. Wir haben in Deutschland derzeit rund 800 Millionen Tonnen CO2, die wir ausstoßen. Davon machen die Verkehrsemissionen rund 20% aus, mit 163 Millionen Tonnen. Blöd an der Sache ist, dass die Verkehrsemissionen die Emissionen sind, die steigen und nicht fallen. Also da haben wir eigentlich den größten Problemkreis, wenn wir über das Thema Net Zero sprechen. Da haben wir den größten Handlungsbedarf. Das Ausstoßverhältnis im Sektor Verkehr ist ungefähr 60% Emissionen für den Personenverkehr. Das ist in vieler Munde mit Elektrofahrzeugen und all dem, was wir machen, was auch gefördert wird. Und ungefähr 40% der Emissionen des Verkehrssektors gehen auf den Güterverkehr. Und, by the way, von diesen 40% sind nur knapp unter 1% Schienengüterverkehr. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich mir den Stau auf den Autobahnen angucke, ist klar, dass der Schienengüterverkehr nur 1% der Emissionen hat. Die meisten Güter werden auf der Straße transportiert. Das stimmt leider, aber immerhin
18% werden auf der Schiene transportiert. Wir transportieren 18% auf der Schiene, haben aber nur weniger als 1% der Emissionen des Verkehrssektors. Was heißt das in der Übersetzung? Im Sinne von Nachhaltigkeit. Jede Tonne, die wir auf der Schiene und nicht auf der Straße transportieren, spart 80% CO2. Also jede Tonne auf der Schiene 80% weniger CO2 als auf dem LKW. Und das ist dann die Botschaft in Richtung des Haushälters Herr Kruse. Damit ist die Unterstützung des Schienengüterverkehrs die kostengünstigste CO2-Maßnahme, die wir haben. Denn wir haben die Infrastruktur, die Schienen, die haben wir. Und wenn wir dann immer den Vergleich sehen zwischen der Straße und der Schiene und uns die Gesamtkosten der Straße anschauen im Vergleich zu der Schiene, dann wird die vermeintlich so günstige Straße auf einmal richtig teuer. Denn die externen Kosten der Straße sind mehr als doppelt so teuer wie die der Schiene. Und da ist alles eingerechnet, von Instandhaltung, Ausbau bis zu den Emissionen. Das heißt, damit, glaube ich, ist mit einfachen Worten ganz überzeugend dargelegt, dass die Schiene eine unglaubliche Zukunft haben wird, wenn wir gemeinsam in Deutschland und in Europa das Ziel Net Zero erreichen wollen. Denn CO2 macht bekanntlich an den Grenzen nicht Halt, sondern hier haben wir ein europaweites, weltweites Thema an der Stelle. Frau Dr. Nikuta, jetzt liegt mir natürlich doch noch eine Nachfrage auf der Zunge. Das war ja sehr eindrucksvoll, was Sie geschildert haben und der Blick nach Berlin bzw. Hamburg in die Politik war sehr laut hörbar. Was konkret würde denn helfen, genau diesen Schwung, den Sie ja einfordern, auf den Weg zu bringen? Geht es um mehr Investitionen in die Schiene oder geht es um eine andere Form der Regulierung von Verkehr? Was würde der Deutschen Bahn am meisten helfen, um von den 18% Güterverkehrsanteil, sagen wir mal, auf 36% zu kommen in Deutschland? Herr Kretschmer, schöne Frage. Ich freue mich sehr über Ihre Nachfrage an der Stelle. Ich würde die Frage gerne erweitern auf, was würde der Branche helfen? Okay. Denn der Schienengüterverkehr in Deutschland, das ist ungefähr die Hälfte Deutsche Bahn und die Hälfte sind es andere Unternehmen. Das heißt, es gibt Wettbewerb, es gibt eine wirkliche Schienengüterverkehrsbranche. Und da ist es etwas Push und etwas Pull natürlich. Mhm. Denn was der Herr Poleo eben ausgeführt hat, dass immer mehr Unternehmen die CO2-freie Produktion als ihr Ziel haben, das spüren wir natürlich. Es geht zunehmend in meinem Business darum, CO2-freie Logistikketten gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln. Unter Einbindung der umweltfreundlichen Schiene. Die Idealwelt sieht aus, ein bisschen Elektro-LKW, ganz lange Wege mit der Schiene. Das ist eine ideale Kombination. Und da gibt es ein unglaubliches Bewusstsein und eine unglaubliche Bereitschaft der Unternehmen einerseits. Andererseits, und das ist dann auch ein bisschen das Push in die Richtung, geht es natürlich um Geld, geht es natürlich darum, dass wir hier eine faire Kostenverteilung haben zwischen Straße und Schiene und darum, dass eben diese viel höheren externen Kosten der Straße sich auch in irgendeiner Form widerspiegeln, so dass die Unternehmen auch mit gutem Gewissen gegenüber ihren Aktionären oder Stakeholdern sagen können, ich verlagere auf die umweltfreundliche Schiene, das ist aber auch kostenmäßig darstellbar.
Und da geht es dann wieder Hand in Hand auch in Richtung der Lieferketten und der Transportketten, die ganz, ganz wichtig sind. Denn wenn ich mit meinem System, was aufwendig, aber enorm umweltfreundlich ist, mit der flächendeckenden Präsenz, 140 Rangieranlagen in Deutschland, also wirklich von überall her in ganz Deutschland kann ich Güterwagen einsammeln. Wenn ich in diesem System mithalten soll mit einem abgeschriebenen Diesel-LKW, mit all dem, was eventuell da an Sozialstandards dran hängt, dann ist das eine Herausforderung, die nur sehr schwer bewältigbar ist. Wenn ich hier etwas mehr Transparenz und Gerechtigkeit habe, dann ist das durchaus einfach. Herzlichen Dank, Frau Nikuta. Ich will das Sprungbrett nutzen und zu Dr. Daniel Klier gehen. Herr Klier ist seit vielen Jahren bei der HSBC, also keinem kleinen Player im Thema Finanzen. Und dort ist er Global Head of Sustainable Finance. Und allein bei dem Titel springt einem ja ins Auge die Frage, Frau Nikuta hat es gerade geschildert, wie natürlich inzwischen auch Wertschöpfungsketten sich verändern, wie sich auch durch unternehmerische Ziele, aber auch natürlich teilweise durch die Regulatorik damit auch Verhaltensweisen ändern, wie es vielleicht auch perspektivisch Unternehmen gibt, die Gewinner oder Verlierer dieser Entwicklung sind. Da muss man natürlich unmittelbar anschließen, auch Kenan Pollan hat ja auch die Frage der Mobilisierung von privatem Kapital genannt. Was macht das mit der Finanzwelt? In der EU wird insbesondere über zwei Sachen, glaube ich, momentan sehr intensiv diskutiert. Einerseits verpflichtende Offenlegungsstandards nach TCFD und andererseits eine Art Kategorisierung von Investitionen entlang einer grünen Taxonomie. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz umreißen, was die Wirkung dieser Initiativen wäre. Und zweitens uns aber vielleicht auch mal hineinführen in die Frage, wie sich denn nun auch angesichts von langen Niedrigzinsphasen und enger werdenden Haushaltsspielräumen der öffentlichen Haushalte, wie sich denn sozusagen diese Frage des vorhandenen privaten Kapitals, das effektiv in nachhaltige Investments zu lenken, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Sie sehen und wo Sie da die Ansatzpunkte sozusagen für nachhaltiges Investment im Finanzbereich sind. Herr Kretschmer, herzlichen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe gerade schon Aktien in der Deutschen Bahn gekauft. Ich sehe eine große Zukunft. Der Pitch war sehr überzeugend. In der Tat, ich leite das Nachhaltigkeitsthema bei HSBC, Europas größter Bank, mit einem sehr starken Footprint in Asien. Wie Sie wissen, HSBC ist die Hong Kong Shanghai Banking Corporation, also das ganze Lieferketten-Thema. Ist für uns sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Sie haben mir zwei sehr wichtige Fragen gestellt. Zum einen Offenlegungspflichten und Anforderungen, zum anderen, wie mobilisieren wir eigentlich das richtige Geld? Lassen Sie mich. Hier hängt er. Sie. Bei mir hängt er. Hängt auch anderswo? Ja, bei mir auch. Auch hier. So, klärt sich das jetzt schnell oder switchen wir auf? Sonst würde ich fast zu Frau Krohn switchen, bevor das scheint jetzt doch ein längerer Hänger zu sein. Ja, er muss wahrscheinlich einmal rein, einmal raus. Ja. Halt, Moment. So, jetzt, da sind Sie wieder. Ich habe Sie die ganze Zeit gehört. Das tut mir wirklich leid. Ja, tatsächlich relativ viel von Ihnen gehört. Also probieren Sie es nochmal. Auf der Insel funktioniert das Internet eigentlich gut, aber sagen Sie mir, wenn es nicht mehr geht. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich nehme die zwei Fragen mal kurz in der Reihenfolge, wie Sie mir die gestellt haben. Offenlegungsanforderungen sind natürlich nur ein kleiner Schlüssel zu einem viel größeren Problem. Und ich würde alle Teilnehmer so ermutigen, über diese Diskussion in drei Ebenen nachzudenken. Viele Investoren und die Finanzwelt und natürlich auch viele Regulatoren denken jetzt über unternehmensweite E, S und G Offenlegungspflichten nach, also Environmental, Social und Governance-Themen. Und das Thema geht natürlich deutlich weiter als das, was wir heute hier diskutieren. Hier sprechen wir über
natürlich Umweltstandards. Jetzt sind Sie wieder eingefroren. Ja. Sonst, wenn wir es ohne Stream probieren, nur mit Ton. Schade. Sonst würde ich jetzt Frau Dr. Krohn kurz dran nehmen und vielleicht probieren wir es dann nochmal auf dem reinen Tonstream. Frau Dr. Krohn, Geschäftsführerin der Inatura G GmbH. Das, am besten stellen Sie sich einfach auch gleich nochmal selbst mit vor, denn Inatura ist ein durchaus interessantes Sozialunternehmen mit einem Fokus auf ökologischen und sozialem Nutzen. Wenn ich das richtig gesehen habe, rund 150 Partnerunternehmen. Ich stelle mir das in Corona-Zeiten schwierig vor. Vielleicht können Sie das mal kurz umreißen, was Sie da machen, wie Sie es machen. Und ja, dann stehen Sie ja sozusagen für ein Thema, das immer in den letzten Jahren eher stiefmütterlich in dem Thema Nachhaltigkeitspolitik behandelt wurde, Social Entrepreneurship. Inwieweit kann das Vorbild oder Partner auch für klassische Unternehmen und deren Nachhaltigkeitspolitik sein? Ich glaube, das wird in Ihrem Fall ganz interessant deutlich. Und vielleicht können wir auch zusammen mal in die politische Debatte mit einsteigen. Es ist ja so, dass die Bundesregierung angekündigt hat, zum ersten Mal ein Förderprogramm in der Größenordnung von 130 Millionen Euro für Social Entrepreneurs aufzulegen, das speziell auf Erfordernisse der Social Entrepreneurs zugeschnitten sein soll. Momentan läuft der Dialog darüber, was das denn jetzt heißt. Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben, was hilft denn Social Entrepreneurs im Falle einer solchen Förderung? Ja, kann ich gerne machen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was macht die Inatura? Wir sind ein, ich sage mal, innovatives Sozialunternehmen, was tatsächlich fabrikneue Konsumgüter, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Markt bestimmt sind. Also klassische Übermengen, Fehletikettierungen, Saisonartikel und so weiter von Händlern und Herstellern als Sachspende anvertraut bekommt. Und wir verteilen diese bedarfsgerecht in den gemeinnützigen Sektor. Das heißt, wir sind Treuhänder. Wir haben über 5000 gemeinnützige Organisationen in Deutschland bei uns registriert, von denen 2000 regelmäßig das, was sie für den Betrieb ihrer gemeinnützigen Einrichtung brauchen oder zur kostenlosen Abgabe an die ihnen anvertrauten Menschen brauchen. Also ich fange mal an, Windeln, Waschmittel, Reinigungsmittel, Spielzeug, Werkzeug, Bildungsmaterialien, alles das. Das heißt, für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, Sie sagten es, 150 haben wir aktuell, davon viele, die sehr regelmäßig spenden, bieten wir einen ganz wichtigen Lösungsbaustein für das Thema Nachhaltigkeit an. Also sie spenden ihre Dinge, statt sie zu entsorgen, wobei sie alle die Herausforderungen zu bewältigen haben, dass in Deutschland witzigerweise oder traurigerweise das Spenden immer noch teurer ist als das Entsorgen. Können wir gleich nochmal darauf eingehen. Also das ist das, was wir tun, was wir anbieten. War das in Corona-Zeiten schwieriger? Nein, das war deutlich einfacher als je zuvor. Wir sind im letzten Jahr, wir messen das an den Vermittlungsgebühren. Die Empfängerorganisationen zahlen so zwischen 5% und 20% vom Marktwert um 40% gewachsen. Warum? Es bauten sich Übermengen auf durch den Lockdown. Unternehmen wollten aber auch ganz gezielt spenden, wollten ihren Beitrag leisten. Also das fing an mit Desinfektionsmitteln, aber auch, wie gesagt, was braucht man im Lockdown? Bastelmaterialien und so weiter. Also von der Ecke eigentlich ein Jahr, was uns sehr nach vorne gebracht hat, weil ja einfach auch durch den Lockdown der Bedarf in den Einrichtungen sehr hoch war. Wir machen das, nur einen Satz, wir machen das nicht alleine. Wir machen das zusammen mit Partner- oder Schwesterorganisationen, die dasselbe tun in Großbritannien und Frankreich und Singapur im sogenannten In-Kind Direct International Network unter der Schirmherrschaft des britischen Thronfolgers. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Connection, warum British Chamber of Commerce, das ist sozusagen auch unser Ursprung aus Großbritannien. So. Was brauchen Sozialunternehmen? Also es ist richtig, es sind 130 Millionen angekündigt. Es hat im August vor einem Jahr erstmalig im Bundestag überhaupt zum Thema Sozialunternehmen eine Diskussion gegeben. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt jedes Jahr den Monitor des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands. 4 von 6 Hauptproblemen sind wirklich Finanzierungsprobleme. Das heißt, was braucht der Sektor? Er braucht tatsächlich
neue Finanzierungsinstrumente oder auch eine Öffnung der bestehenden. Wir haben eben über das Thema Wirkungsorientierung gesprochen, wir haben über SDGs gesprochen. Allgemein sagt man, Lösungen für unsere großen gesellschaftlichen Themen kommen aus Sozialunternehmen, aber dadurch, dass letztendlich externe Effekte nicht internalisiert werden auf dem Kapitalmarkt, haben diese Unternehmen einfach einen Wettbewerbsnachteil. Also es ist immer noch extrem schwer, hier Finanzierung zu bekommen, sei es Startfinanzierung, sei es Anschlussfinanzierung. Das Thema hat auch traditionell eine schwache Lobby. Es tut sich da, glaube ich, einiges. Die Bundestags- oder die Parteien überlegen auch, wie sie das Thema jetzt im Bundestagswahlkampf aufnehmen können. Wir haben nicht die richtigen Rechtsformen. Wir sind irgendwo immer zwischen auch häufig gemeinnützigen und For-Profit-Unternehmen. Also es ist eine relativ schwierige Position. Ich kann nur sagen, im Falle in Natura, es war keiner bereit, uns Geld zu geben, weil man kann halt nicht reich werden, wenn man eine GmbH ist. Man kann keine IPO machen. Damit hätten wir den Prinzen auch nicht als Schirmherrn gewinnen können. Und die Banken, wenn sie ein neues Geschäftsmodell sehen, sind eigentlich nicht in der Lage, das Risiko zu bewerten. Die haben noch nicht mal gefragt, ob wir einen Cashflow produzieren, um Kredite zu bedienen oder auch Sicherheiten bieten können. Also es ist Innovation ist super, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen so eine Gummiband, wo man immer noch ein bisschen drücken muss. So, was können Unternehmen von Sozialunternehmen lernen? Ich glaube, dieses Thema Wirkungsorientierung. Wir haben mehr und mehr Unternehmen, die sich ja auch überlegen im Sinne von SDGs, wo sind eigentlich ihre Beiträge? Unternehmen geben viel Geld aus ihrem Purpose, jenseits des Formalziels, also Geld zu verdienen, zu finden. Und Sozialunternehmen werden ja genau mit dem Zweck gegründet, ein gesellschaftliches Problem zu adressieren. Das heißt, messen sich von Anfang an im Erfolg in nicht finanziellen Größen. Ich glaube, da kann man eine Menge lernen. Wir merken das auch im Gespräch mit den Partnern, die in der Regel für CSR verantwortlich sind. Ich meine, die Natura ist gegründet worden, um zu sagen, soziale Teilhabe und Abfallvermeidung gleichzeitig zu adressieren. Das ist eigentlich relativ einfach und trotzdem wissen wir, dass viele Unternehmen das so noch nicht ausdrücken können. Aber es sind spannende Diskussionen und die Frage oder Partnerschaften zwischen Sozialunternehmen und ich sage jetzt mal konventionellen Unternehmen, da tut sich sehr, sehr viel. Was brauchen wir noch aus der Finanzierung? Sicherlich sowas wie soziale Innovations- und Gründungszentren, so wie es die als Unterstützung gibt für technologische Innovationen. Diese Strukturen gibt es einfach nicht. Und es gibt bislang auch keine soziale Innovationsstrategie, die jetzt irgendwie innerhalb der Bundesregierung ressortübergreifend koordiniert wäre. Das wären jetzt mal so auf die Schnelle die wichtigsten Forderungen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Krohn. Jetzt würde ich sagen, wir probieren es nochmal mit Herrn Klier. Ich glaube, er ist wieder da. Ich sehe, dass er wieder da ist. Ich probiere es nochmal. Ich habe einmal das Gerät gewechselt und wenn es wieder stockt, dann unterbrechen Sie mich bitte. Ja. Ich habe, glaube ich, angefangen zu versuchen, die Probleme des Klimawandels und das Geld zu lösen. Erstmal auf dem Disclosure-Thema und dann auf dem Thema, wie mobilisieren wir eigentlich das richtige Kapital. Auf dem Disclosure-Thema bin ich, glaube ich, so weit gekommen zu sagen, dass viele, viele Investoren jetzt auf das Thema ESG schauen, also Environment, Social, Governance. Und das geht deutlich weiter über das Thema hinaus, über das wir heute sprechen. Es geht darüber hinaus, wie behandle ich meine Mitarbeiter, wie gehe ich mit meinen Kunden um, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um, welche Repräsentanz von Frauen habe ich im Vorstand und im Aufsichtsrat. Viele, viele Investoren schauen auf diese Kriterien jetzt nicht nur, weil sie denken, das ist das Richtige zu tun, sondern sie schauen auf diese Kriterien, weil mittlerweile genug Evidenz besteht, dass Unternehmen mit einer besseren Performance auf ESG auch die bessere finanzielle Performance haben. Und das ist wirklich wichtig, weil diese Diskussion dadurch aus einer speziellen ethischen Ecke herauskommt und wirklich in den Kern der Finanzwirtschaft hineinwächst. Auf der Ecke passiert sehr, sehr viel. Natürlich die EU mit der Non-Financial Reporting Directive, sehr viele ESG-Formate. Das World Economic Forum hat gerade Vorschläge gemacht zu Kriterien. Wenn wir dann eine Ebene tiefer gehen, kommen wir auf das Klimathema. Und das Klimathema ist natürlich unglaublich groß. TCFD ist so das umfassendste Framework. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle Teilnehmer hier im Call verstehen, TCFD ist nicht nur ein Risikoframework. TCFD ist ein Framework, was sowohl messen soll, wie sehr Unternehmen heute exposed sind, aber auch, welche Unternehmenschancen sich aus dem Klimawandel erwachsen, genauso wie Risiken. Und dort gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viel regulatorisches Werk. Die UK will TCFD mandatory machen.
Die IFRS, also der Accounting-Standard-Setter, hat angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Und die EU-Kommission hat mit der Taxonomie ein Framework vorgeschlagen, wie alle Unternehmen, alle großen Unternehmen anfangen können, ihre Geschäftsaktivitäten zu unterscheiden. Was ist aligned mit einer Welt von Net Zero in 2050 und was passt nicht dazu? Und dann würde ich auf eine dritte Ebene gehen im Disclosure, und das sind dann wirklich sehr spezielle Themen, wie das Lieferkettengesetz. Hier in England haben wir ein Gender Pay Gap Gesetz, also Unternehmen müssen offenlegen, wie die Gehaltsunterschiede sind zwischen Männern und Frauen. Und das sind dann häufig deutlich speziellere Anforderungen, um einzelne Probleme zu lösen. All diese Themen haben drei Sachen in meinen Augen im Gemeinen. Das eine ist, wir brauchen deutlich mehr Daten. Unternehmen sind mittlerweile natürlich sehr gut in den Finanzdaten, aber haben viel zu tun auf den nicht finanziellen Daten. Das zweite ist, um das erfolgreich zu machen, muss man sehr viel Management-Aufklärungsarbeit leisten und diese Themen in die Evaluierung, in die Bezahlung reinbringen. Viele große Unternehmen haben angefangen, ESG-Kriterien jetzt in die Vergütungsstrukturen der Mitarbeiter reinzubringen. Und als drittes muss man sehr viel tun, um in der Gesamtbelegschaft dieses Thema aufzubauen, mit sehr viel Training, sehr viel Aufmerksamkeitsarbeit. Wenn ich das jetzt als Verbindung nutze zu Ihrer zweiten Frage, wenn das jetzt alles erstmal in der Regulierung ankommt, wie mobilisieren wir das Geld, was wir brauchen? Und ich meine, viele Schätzungen gehen davon aus, dass wir 100 Billionen über die nächsten 10 Jahre mobilisieren müssen. Wir haben schon viel erreicht. Also wenn man sich ansieht, den Markt für Green Bonds, der Markt für Green Loans, also dieser ganze Sustainable Finance Markt, den wir mittlerweile beschreiben, der mittlerweile beträgt er ca. 5% des globalen Finanzmarktes. Also wir haben große Fortschritte gemacht. Und wenn man sich gleichzeitig anschaut, wie viele Asset Manager und Asset Owner, also die großen Versicherungen und Pensionskassen, Ziele unterschrieben haben, um alle ihre Investitionen an Nachhaltigkeitsziele anzulegen, haben wir das eigentlich alles schon erreicht. Aber dann schaut man natürlich auf die tatsächlichen Finanzflüsse und ich sehe drei große Themen auf dem Horizont, die wir gemeinsam angehen müssen, wo sowohl die Privatwirtschaft wie die Politik zusammenarbeiten müssen. Das eine ist das Thema, was wir Transition Finance nennen. Also wie kriegen wir die Stahlunternehmen, die Oil- und Gasunternehmen, die Utilities, die Automobilwirtschaft gemeinsam auf einen Weg, der nicht braun oder grün ist, der nicht schwarz-weiß ist, der ein 10-Jahres-Gleitpfad ist, zu Net Zero. Und das braucht klare Ziele, klare Pfade und ein gemeinsames Verständnis, was eine gute Transition ist. Das zweite Thema für mich ist Sustainable Infrastructure. Also wie kriegen wir Hydrogen, wie kriegen wir Carbon Capture and Storage, all diese neuen Technologien, die wir brauchen für den Klimawandel, wie kriegen wir diese finanziert? Und wir haben Erfolgsgeschichten mit Solar und Wind. Wir müssen nur die gleichen Prinzipien setzen. Wir müssen in Teilbereichen staatliche Anreize setzen und wir müssen klare Richtlinien geben, weil der Kapitalmarkt funktioniert nur, wenn er Planungssicherheit hat. Wir müssen verstehen, was ist der Pfad für die nächsten 10 Jahre, um Hydrogen wirklich finanzierbar zu machen. Und wie gesagt, die Wind- und Solarkraft sind tolle Beispiele. Also mein erstes Thema ist Transition Finance. Wie helfen wir der Kernindustrie? Das zweite Thema ist Sustainable Infrastructure. Und das dritte Thema, was unglaublich in den Fokus jetzt kommt, ist, wie finanzieren wir Natural Capital? Damit meine ich Wälder, die Wiederherstellung von Ozeanen, von Meeren, Wetlands. Das ist ein Riesenthema. Und am Ende wird es nur funktionieren mit einem guten Carbon Price. Das sind für mich die drei großen Themen. Das Geld ist da. Das Geld, wie Sie selber sagten, sitzt in häufig niedrig verzinsten Anleihen. Wir müssen aber die Strukturen schaffen zwischen der Privatwirtschaft und dem Staat, damit diese ganzen neuen Technologien investierbar sind. Die Zeit ist jetzt, wie Sie alle sagten, der Fiskalstimulus wird nur einmal fließen für das nächste Jahrzehnt und das passiert genau jetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Momentum gemeinsam nutzen. Danke, Herr Kretschmer. Herzlichen Dank, Herr Klier. Das war, glaube ich, nochmal sehr hilfreich, auch in Ihren Kategorisierungen. Vielleicht auch
mit Blick auf die Frage, wie man so eine Veranstaltung auch fortsetzt und welche Themen man nochmal in den Fokus nehmen kann. Wir hätten jetzt schon noch Zeit für ein paar wenige Fragen, zugegebenermaßen, aber ich sehe im Chat nicht so viele Fragen. Deswegen sehe ich Herrn Kruses Wortmeldung und würde einfach sagen, wir setzen das hier so lange fort. Melden Sie sich gerne, dann kommen Sie auch dran. Aber erstmal Herr Kruse. Jetzt sind Sie stumm. Ja, jetzt bin ich nicht stumm. Ja. Also Herrn Klier, die Anmerkung, nein, Sie haben natürlich keine Aktien von der Deutschen Bahn gekauft, weil wir keine verkauft haben. Aber ich kann ja verstehen, dass Sie gerne einen Teil davon hätten. Und Sie können ja mal mit Arriva anfangen. Das würden Sie tatsächlich gerne verkaufen. Die Milliarden, die wir dann dafür bekommen, geben wir dann von die Kuta für die Güterbahn. Und dann haben wir auch was Gutes gemacht. Eine Schwierigkeit, also ich würde mal sagen, es war ja die Ansprache, was braucht die Bahn, um besser zu werden. In den Jahren, sage ich mal, bis 2015, 2016, ist die Bahn tatsächlich kapitalmäßig nicht so gut behandelt worden. Und da ist dann auch vieles im Argen. In der Zeit danach, muss man sagen, haben wir sie gut ausgestattet. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis diese Gelder auch jährlich ausgegeben werden konnten. Das hat man aber inzwischen erreicht. Wir haben da ein anderes Problem, weil alle sind immer dafür, dass die Güter auf die Bahn kommen. Aber wenn Sie dann nicht nur eine neue Bahnstrecke bauen, selbst wenn Sie eine bestehende, sage ich mal, ausbauen für mehr Verkehr, dann haben Sie extrem viel Vergnügen. Angesprochen worden, das hat auch viel mit, weil die Bürger, die direkt daneben wohnen, haben von der Güterbahn erstmal nichts außer dem Geräusch. Und das ist nicht immer das, was man sich zum Einschlafen wünscht. Sie hatten so die These aufgestellt, Corona würde die Nachhaltigkeitsdebatte beflügeln. Jein. Also an einer Stelle mit Sicherheit. Ich glaube, wir werden in der Folge von Corona eine Debatte bekommen, nämlich welche Einschränkungen man alles machen kann für ein übergeordnetes Ziel. Also wir haben ja nun recht viele Freiheitsrechte auch eingeschränkt, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Und mit dieser Logik auch rangehen und kann sagen, für das Thema Klimaschutz, weil das der Klimawandel eine große Bedrohung ist, kann man auch hier starke Eingriffe machen. Das wird eine demokratierechtliche oder demokratiepolitisch sehr interessante Debatte. Persönlich bin ich da mehr so bei meinem Bundestagspräsidenten, der gesagt hat, nein, es oberhalb von der Freiheit steht so erstmal nichts. Ja? Wie ist das, was wir absolut zu schützen haben? Und die muss auch bewahrt werden. Aber diese Debatte werden wir bekommen. Wo sie uns auch geholfen hat, Corona ist speziell in Deutschland, dass wir gesehen haben, wie schrecklich unterdigitalisiert wir sind. Das hat uns sehr geschadet. Das haben wir schon immer gewusst. Ja, aber das war so Theorie. Und jetzt war es in der Praxis, haben wir dann gemerkt, dass Homeschooling ja eine wunderbare Idee ist. Dummerweise aber nicht funktioniert, wenn schon kleinere WebEx-Konferenzen zusammenbrechen oder gar nicht erst die technischen Voraussetzungen dazu da sind. Da glaube ich, deutete sich auch an, dass man jetzt im schnelleren Galopp zulegen wird und das dann aufholen wird. Was die Rahmenbedingungen angeht, sehe ich es genauso, dass jetzt die großen Kapitalentscheidungen getroffen werden und dass man halt einen stabilen Verlauf braucht. Also eine der Schwächen der deutschen Politik war, dass wir zum Beispiel am EEG, also am Energieeinspeisegesetz, gefühlt alle halbe Jahr was rumgeschraubt haben. Also und das ist etwas, wenn Sie, also ich komme ja nun aus Hamburg und wir sind ja keine reine Dienstleistungsstadt. Also wir haben einen Hafen und wir haben Stahlindustrie, Aluminium und Kupfer. Und wenn Sie zum Beispiel so eine Kupferhütte betreiben und in eine neue Anlage investieren, dann ist das nicht so, dass die sich innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren amortisiert. Da reden Sie schon über 25 Jahre. Und das käme ja hin mit 2050. Aber dann muss auch der Pfad dahin stabil sein. Das ist das Entscheidende.
Von daher wäre eine klare Preiszuteilung auf CO2 der richtige und klare Weg, weil er dann ansonsten den Marktmechanismus wieder fördert. Ich habe einen Preis dafür und dann kann jeder sich daran orientieren und sehen, wie er es macht. Da fehlt der Mut zu dieser Entscheidung. Wir haben zwar Ansätze dafür, aber es ist natürlich nach wie vor so, Frau Nikut hat das ja auch erwähnt, die Warenkosten des Straßenverkehrs sind nicht abgebildet, nirgendwo. So, und dementsprechend ist es natürlich schwierig, wenn man dann wiederum in einer Wettbewerbssituation ist. Also hier einen neuen Weg zu beschreiten, wäre mit Sicherheit erforderlich. Ich sehe da gewisse Ansätze innerhalb der Europäischen Union, das zu machen. Und dementsprechend ist eben dieses Nachhaltigkeitsthema auch immer mehr als nur so ein einzelnes, wo ich innerhalb einer Gesetzgebung meine Themen Arbeitsschutz, Klimaschutz oder ähnliches reguliere. Wenn ich mich an den Nachhaltigkeitskriterien orientiere, habe ich ja auch immer das Thema Wirtschaftlichkeit mit drin. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen in dieser Aufgabenstellung. Was man von den Sozialunternehmen, fand ich sehr interessant, den Beitrag, in einer Gesellschaft, wo Arbeiten nicht mehr ausschließlich zur Notwendigkeit des Überlebens da ist, sondern sinnstiftend sein soll und sein muss, ist natürlich auch die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, also ist es nicht nur gut bezahlt oder einigermaßen anständig bezahlt, sondern macht das einen Sinn, für wen ich hier arbeite? Und das bei manchen Unternehmen ist das einfach, wenn sie zum Beispiel im Gesundheitsbereich tätig sind, dann kann man immer sagen, das ist eine gute Sache. Wahrscheinlich fühlt man sich auch recht wohl, wenn man bei der umweltfreundlichen Bahn arbeitet. So, aber bei vielen anderen Unternehmen, und da sind dann auch so Fragestellungen, es kann ja auch sein, dass das Unternehmen ein sehr guter Player in seinem Umfeld ist, dass es sich positiv einbringt, in der Nachbarschaft die Schule unterstützt, Bildungshilfen beiliefert und so weiter. Das sind alles so Punkte, glaube ich, die sehr, sehr stark in den Vordergrund geraten und wo es sich eben auch lohnt, wenn man Kriterien gesellschaftlich entwickelt, an denen sich diese Unternehmen messen können und mit denen sie dann auch positiv bewertet werden können, sodass sie daraus einen Vorteil ziehen können. Letzter Punkt, die Kapitalanleger, also die Zeit, wo das alles so war, wie in Wall Street gezeigt im Film, sind meines Erachtens vorbei. Die Bereit oder der Wunsch, sich auch ethisch korrekt zu verhalten, wird immer größer. Und wenn so ein Laden wie BlackRock dann entsprechende plötzlich solche Empfehlungen rausgibt, merkt man plötzlich, wie weit wir schon in der Debatte geraten sind. Da ist die Politik manchmal noch hinterher. Also gerade in den letzten Auseinandersetzungen, die wir geführt haben, muss man sagen, dass innerhalb der Wirtschaft keiner der ernsthaften Leute mehr so diskutiert, wie wir teilweise noch in der Politik reden. Danke Ihnen, Herr Kruse. Mit Blick auf die Zeit würde ich fast das schon als Ihr Schlussstatement nutzen und in die vielleicht den drei anderen Kolleginnen und Kollegen im Podium noch ganz kurz die Gelegenheit zu zwei, drei Sätzen Fazit zu bringen. Ich fand sehr deutlich das immer wiederkehrende Plädoyer, gerade auch einerseits um Business Cases gerechnet zu bekommen, andererseits auch um die enormen Finanzsummen zu stemmen, von denen wir hier reden für die Transition. Zwei Dinge. Erstens die Internalisierung von externen Kosten, insbesondere Carbon Price, und zweitens immer wieder auch der Begriff Planungssicherheit. Man hat ja auch die Corona-Krise gerade gezeigt, wie schwierig es auch für Politik ist, in dynamischen Veränderungen, wo man nicht alles vorhersehen kann, diese Planungssicherheit herzustellen. Also ganz objektiv und ohne Vorwurf. Deswegen mit Blick auf dieses so schwierige Jahr 2021, das ja zudem auch ein Wahljahr ist, vielleicht haben Sie noch mal jeweils etwas kurz, was Sie auch mit auf den Weg geben wollen für dieses Jahr. Und da ich weiß, dass Frau Nikut, glaube ich, einen ganz harten Nachfolgetermin hat, würde ich Ihnen als erstes die Möglichkeit geben. Herzlichen Dank. Ja, ich würde zum Ende gerne noch mal darauf hinweisen. Wir haben jetzt das wirklich historische Zeitfenster. Das historische Zeitfenster, um Parken im Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Die jahrzehntelange geübten, ausschließlich auf Kosten
gedachte Wirtschaft unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu reorganisieren. In meinem Fall natürlich besonders die Lieferketten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu reorganisieren und, wie Herr Kruse so schön sagte, wirklich die wahren Kosten einmal abzubilden und dann auch Wettbewerb mit den wahren Kosten zu machen. Dann, glaube ich, werden wir zu umweltfreundlichen Transportlösungen kommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Nikuta. Und sage schon mal Tschüss von dieser Seite. Herr Klier hatte sich als ohnehin auch noch mal gemeldet. Vielleicht spielt den Ball direkt an Sie. Ja, herzlichen Dank. Ich hatte eine sehr kurze Anmerkung noch. Ich möchte Sie alle ermutigen, das Thema als Chance zu sehen. Jeder Technologiewandel bis jetzt in der Geschichte der Menschheit hat neue Jobs gebracht, hat Wachstum gebracht. Wir sprechen über Nachhaltigkeit häufig als eine Einschränkung, als ein Abgeben von Freiheiten. Aber am Ende, ich glaube, gerade als deutsche Wirtschaft haben wir eine wirkliche Chance, dieses Thema als Chance zu betrachten. Wir können die Lösungen bringen. Wir haben die Technologie, wir haben die Ingenieure. Aber wir müssen das Thema anführen. Und wie Herr Kruse sagte, die Digitalisierung haben wir etwas verschlafen. Wir sollten dieses Thema nicht auch verschlafen. Herzlichen Dank. Ein schnelles Plädoyer. Und last but not least, Frau Dr. Krohn. Ja, ich hätte eigentlich zwei Weihnachtswünsche für das Bundestagswahljahr. Zum einen zur Finanzierung für Sozialunternehmen. Es gibt einen Vorschlag auf dem Tisch, Geld aus sogenannten nachrichtenlosen Konten zur Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Das sind mehrere Milliarden Euro, die in Deutschland sind. In Großbritannien wird das tatsächlich gemacht, um Startkapital für Sozialunternehmen zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, der Vorschlag ist da. Es wäre großartig, das umzusetzen. Das Zweite ist, wir haben nach wie vor diese Fehlsteuerung, dass es für Unternehmen teurer ist, zu spenden, statt wegzuwerfen. Das ist eigentlich völlig absurd. Das sollte man uns eigentlich aus gesellschaftlichen und ökologischen Gründen nicht leisten dürfen. Es gibt zwar jetzt Diskussionen, vielleicht Retouren, die beschädigt sind, dann geringer im Wert anzusetzen, aber für das, was wir jetzt haben, klassische einwandfreie Übermengen, ist es für Unternehmen teurer und zwei von drei Unternehmen, die bei uns anklopfen, sich erkundigen, sagen am Ende, es ist uns zu teuer und oder zu unsicher, wir werfen lieber weiter weg. Ich bin einfach der Meinung, das können wir uns, wenn wir über Nachhaltigkeit und Kreislaufströme reden, wirklich in diesem Land nicht mehr leisten. Es wird immer darauf verwiesen, das sei nicht unionskonform, die Umsatzsteuer zu erlassen. Erstens ging es für medizinische Produkte im letzten halben Jahr und zweitens gibt es einen unionskonformen Vorschlag, damit einer Null-Mehrbelastung für Unternehmen rauszukommen. Da würde ich auch ganz gerne mit Herrn Kruse nochmal sprechen, weil es gibt ein paar Leute in Ihrer Partei, die kennen das Thema. Sie sagen Bewahrung der Schöpfung. Sie hätten die Mehrheiten, um zu sagen, wir setzen es wirklich durch. Vielleicht können wir da wirklich nochmal Follow-up machen. Es ist wirklich alles auf dem Tisch. Es fehlt einfach der politische Wille zu sagen, dass diesen Schiefstand wollen wir tatsächlich beseitigen. Ich finde, in Zeiten, wo so viel geht, wir reden ja nicht über entgangene Steuereinnahmen. Wenn ich es entsorge, entgeht dem Staat nämlich nichts an Umsatzsteuer an der Ecke. Das wäre mein Herzenswunsch für dieses Jahr. Herzlichen Dank, Frau Dr. Krohn. Das waren nochmal zwei ganz konkrete Vorschläge zum Abschluss. Das finde ich sehr gut, dass wir so den Bogen auch nochmal wieder zum Konkreten gefunden haben. Ich glaube, es sind ein paar sehr interessante Punkte in der Diskussion deutlich geworden. Ich würde mich freuen, wenn es die Gelegenheit gibt, die nochmal zu vertiefen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die Chance, hier zu moderieren. Und zum Schluss denke ich, Ilka Hartmann noch mal. Ja, also wir haben gesehen, wir sind nicht zum Ende und die Stunde reicht nicht. Wir werden das sicherlich auf jeden Fall fortsetzen, weil es sind so viele Ansätze dabei gewesen. Ich habe aus dem Chat und von einigen Teilnehmern auch großes Lob gekriegt und Dank, Anerkennung. Insofern, das gebe ich gerne an die Panelisten weiter. Es heißt aber, wir haben das richtige Thema. Wir müssen uns nur mehr Zeit nehmen und das vielleicht noch ein bisschen filetieren und einzelne, so wie Herr Kretschmer schon gesagt hat, einzelne Themen rausgreifen. Es ist das Thema der Zukunft, das Thema, was uns alle treibt. Herr Klier kann dann noch die Arriva-Aktien kaufen. Vielleicht macht Herr Kruse dann die Bahn ja doch auch noch zur Aktiengesellschaft irgendwann.
Mir bleibt es nur, mich zu bedanken für dieses unglaubliche Engagement solcher wichtigen Persönlichkeiten, die sich die Stunde Zeit genommen haben, hier mit uns zum Thema Nachhaltigkeit zu diskutieren. Es ist ein Thema, was die BCCG auf jeden Fall weitertreibt. Wir nehmen auch gerne weiteren Input und Ideen von Ihnen aus dem Publikum auf, was wir fokussieren sollen, und werden das mit der Botschaft auch weiter thematisieren. Bei Ihnen, Herr Kretschmann, möchte ich mich ganz herzlich für die tolle Moderation bedanken und hoffe, dass wir Sie auch bei Ihrem nächsten Thema dann nochmal dazu wieder einladen dürfen. Jetzt kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, einen schönen Nachmittag, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund, und irgendwann treffen wir uns auch wieder live zu einem Seminar. Vielleicht bei Frau Kronin in Nordrhein-Westfalen, bei Herrn Kruse im schönen Hamburg, oder wir kommen auch alle mal wieder nach Berlin. Da ist dann auch die Frau Nikuta, oder wir fahren auch nach London zu Herrn Clear. Also irgendwann geht es wieder nach vorwärts. Solange müssen wir irgendwie durchhalten. Vielen, vielen lieben Dank und Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Ebenso. Aber herzlichen Dank. Bye. Okay, bye-bye.